Hallo, ich bin David, das ist meine Frau Leonie und wir wohnen in der Stadt Bern. Wir sind schon sehr lange Camper, also ich bin schon als kleines Kind eigentlich immer mitgegangen auf einen Campingplatz. Mit meiner Familie durfte ich das Campingfeeling dort kennenlernen. Und ja, das ist natürlich jetzt etwas, das ich gerne meinen Kindern so weitergebe. Also wir als Familie, wir sind nachher das erste Mal 2019 gecampen, als wir das Auto gekauft haben, wo wir eigentlich uns entschieden haben, dass wir ein bisschen mehr wollen. In Europa umreisen und eben auf die grösseren Reisen, die man ohne Kinder noch gut machen konnte, haben auch ein bisschen mehr bewusster darauf verzichten. Das Besondere für mich am Camping ist vor allem die Flucht aus dem Alltag. Also wir arbeiten beide in der Stadt, wohnen in der Stadt und es ist sehr hektisch und immer sehr, eben sehr viel Trubel. Und so ist es schön, da kann man freitagabends einfach sagen, so, wir fahren jetzt übers Wochenende weg. Manchmal ohne Plan, manchmal haben wir einen Plan, aber man kann einfach in der Natur schlafen. Zwischen Kühen irgendwo am See und man kann so zurück zur Natur finden. Und es ist eben auch schön, dass die Kinder so die zwei Seiten sehen. Das einmal in der Stadt leben ist schön, aber auch auf dem Land sein ist eben auch für die Kinder sehr schön. Wir haben eigentlich immer schon die Idee, unseren Camping mal zu vermieten und das auch anderen Leuten zur Verfügung zu geben, einfach weil bei uns so sehr viel rumsteht. Aber wir sind eine Familie aus der Stadt, wir haben kein anderes Auto, wir haben das dann gewählt, als zwar irgendwo unser Auto, aber als Familie in der Stadt, wo man näher am ÖV ist und die Mobilität die schon hat, braucht man das Auto gleich eigentlich relativ wenig. Und das stört irgendwo. Wenn man ein Auto hat, das steht nur noch ist eigentlich schade. Darum haben wir immer gesagt, wir hätten vermieten. Die ersten zwei Jahre trotzdem waren so ein bisschen so gewesen, ja, es ist halt gleich noch neu. Wir wollen vielleicht jetzt noch nicht geben, es soll schon noch ein bisschen uns sein. Und ja, letzten Herbst ist es dann auch so weit gekommen, dass wir gefunden haben, jetzt haben wir eigentlich das Gefühl, wir dürfen das wirklich auch gerne andere Leute haben. Und von dann an haben wir dann gefunden, jetzt wäre die MyCamper-Variante sicher etwas, was wir mal ausprobieren möchten. Ja, wir nennen den ja auf MyCamper den Campingbus Deluxe. Der Hintergrund hinter dem ist eigentlich, wir haben nicht wirklich einen Namen gehabt für das. Und wir sind nach einem Namen gefragt worden. Es ist ein VW T6 California Ocean Blue, was eben wirklich dazu bedeutet, dass das einer mit der Küche, gebauten Küche drin ist, dass es ein automatisches Aufstelldach hat und ja, dass alles, was eigentlich in der VW-Palette kann drin sein, ziemlich drinnen ist. Wir haben uns vor allem für dieses Auto entschieden, weil es sowohl Pkw als auch Wohnmobil ist. Also man kann damit in der Stadt fahren, wir brauchen keinen besonderen Parkplatz. Der kann direkt bei uns vor der Haustür auf dem normalen Pkw-Parkplatz stehen. Aber man kann eben auch damit campen gehen. Und wir haben jetzt so minimalistisch das Auto gepackt, dass wir auch eigentlich immer alles dabei haben. Wir haben genug Platz für Fahrräder, für Stand-Up-Paddle. Manchmal haben wir sogar noch unseren Grill dabei. Und dadurch, dass das Auto so gut konzipiert ist, haben wir wirklich auch Platz für die Tische, Stühle. Es ist alles dabei. Und das war uns so wichtig, dass wir eben minimalistisch unterwegs sind, aber trotzdem alles, was man braucht, dabei hat. Der ganze Prozess, der von MyCamper zur Verfügung gestellt wurde, hat sehr gut funktioniert. Es hat irgendwo angefangen beim PDF, das man ausdrucken kann, dass man das Auto entsprechend abgeben kann oder wieder zurücknehmen kann. Aber auch auf Seite MyCamper, wenn man irgendwo Fragen hatte, wie ist jetzt das genau und auf was muss ich da achten, ist sofort eine Antwort von Ihnen auch zurückgekommen. Was ich halt auch sehr wichtig finde, dass das MyCamper irgendwo erreichbar ist und nicht irgendeine Vermittlungsfirma, die eine Internetfirma ist, die kein Telefon abnehmen würde oder so. Schön fand ich eben, dass die erste Anfrage, die wir über MyCamper hatten, von einer jungen Familie war, wo die Eltern im gleichen Alter ungefähr sind wie wir, ein kleines Kind dabei hatten und sie das Campen gerne für sich ausprobieren wollten. Und das wollen wir natürlich unterstützen, weil wir, wie wir vorhin gesagt haben, gerne wollen, dass jeder das Campen mal mindestens einmal ausprobiert. Und wenn sie finden, dass es mit ihrem Kind dann super geht, können sie sich dann eben auch ein eigenes kaufen. Daher, das unterstützen wir gerne. Für mich gibt es nicht unbedingt die schönste Reise, die wir je gemacht haben, sondern für mich zählt die Abwechslung im Camping. Dass wir die Möglichkeit haben, mal auf Dänemark zu fahren, mal bis auf Griechenland zu fahren.
mal Richtung Spanien dürfen zu gehen, aber auch mal eben Albanien oder solche Länder gesehen. Das finde ich sehr schön, aber gleichzeitig auch nicht immer nur mit Distanz. Also eben auch zu nähen, eigentlich auf Thun oder auf Brenzikofen oder wirklich in kleinere Dörfer in der Schweiz zu gehen, was auch schon schön ist. Und da haben wir eigentlich auch schon eine grosse Abwechslung. Die Botschaft für all die, die immer noch ihre Camper für sich behalten und nicht teilen, ist für mich ganz klar die gleiche wie für all die Camper, die noch nie gecampt haben und mal sollten campen, vielleicht zum Wissen, was es ist. Beim Vermieten ist es das Gleiche. Man muss mal lernen oder mal probieren zu teilen. Und dann merkt man relativ schnell, ist das etwas für einen oder nicht.